Hallöle, meine lieben Freunde der Sonne. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal so eine kleine spontane Liebesbotschaft an dich. Das heißt, so ein zeitloses Ding, wenn das Video auf dich trifft oder du das Gefühl hast, das will ich mir jetzt anschauen, aus irgendeinem Grund, warum auch immer, dann solltest du jetzt gleich genauer zuhören und mal schauen, ob das für dich bestimmt sein könnte. In dich reinfühlen, einfach, ne? Wenn du eine persönliche Legung buchen möchtest, hier unten in der Videobeschreibung findest du da, also meine Homepage, meine WhatsApp-Nummer, dann kannst du mich anschreiben. Kannst mir auch über meine Homepage schreiben, aber dann kann es sein, dass das ein bisschen länger dauert, bis die Antwort kommt. Es geht über WhatsApp einfach viel schneller, aber funktioniert darüber meine Homepage. Und was wollte ich noch sagen? Das waren so die wichtigsten Sachen. Ja, das war erstmal so das Wichtigste. Ja. Boah, ich bin am Überlegen, ich weiß, ich habe irgendwas vergessen, aber mir fällt es nicht ein. Ich muss mir das wirklich aufschreiben vorher. Naja, auf jeden Fall, wenn es mir zwischendrin einfällt, dann haue ich es raus, ne? Wir machen auf jeden Fall jetzt spontan Liebesbotschaft. Das heißt, egal welche Liebessituation du jetzt hast, wir gucken einfach mal, was für eine Botschaft jetzt kommt. Na? Dann schauen wir mal, liebe Freunde der Sonne. Außerdem möchte ich recht herzlich, mein Gott, ich fange nochmal an. Außerdem möchte ich die neuen Abonnenten ganz recht herzlich begrüßen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für euer. Ach, du bist rausgesprungen direkt. Oh, das wird spannend. Oh, das wird spannend, Leute. Dann wollen wir mal gucken, was für eine Botschaft du bekommst. Oh. Oh, es ist ja im Moment sowieso, es sind ja so krasse Zeiten, Leute. Alles verändert sich. Es ist so ungewiss. Alles ist so, es ist so spannend, ne? Ja, für viele natürlich auch mega beängstigend und so, weil, oh, jetzt kommt das Schlimmste vom Schlimmen. Die Welt geht unter. So, ne? Das wäre so nach dem Motto. Aber, ich glaube einfach, dass es einfach nur Zeit für frischen Wind ist, sozusagen. Und dafür müssen sich ja gewisse Dinge verändern. Und wir Menschen können das meistens nur über den schmerzhaften Weg, über die Katastrophen sozusagen. Und jetzt gucken wir mal auf deine persönliche Katastrophe hier in Sachen Liebe. Katastrophenalarm. Wir schauen einfach mal, inwiefern. Schruppdidudel. Jetzt gucken wir mal hier, was die Karten uns verraten. Oh. Uiuiuiui. Oh, also, hier, pass mal auf, ihr habt so einen kleinen Konflikt miteinander. Also du und dein Gegenüber, je nachdem, wie jedem seine persönliche Ausgangssituation ist, der Konflikt ist, ihr seid auf der einen Seite ist der Hund, da ist, wie soll ich sagen, ihr habt euch verkoppelt, sozusagen. Eure Energien haben sich verkoppelt. Ihr habt eine gewisse Verbundenheit, die sehr stark ist. Tiefe Gefühle, aber auch hier, ne? Viel Veränderung und Wachstum hier. Der Sarg bedeutet nicht nur, da geht hier Klappe zu, Affe tot, ne? Kerze an, Ende. Sondern der Sarg bedeutet viel mehr. Er bedeutet, dass man die Kraft hatte, zu Veränderung ins Ungewisse sozusagen, sich auf eine ungewisse Reise zu begeben. Und nur allein für den Wachstum, für das Lernens wegen, für das Erfahrens, Fühlens und so weiter, begibt man sich auf diese ungewisse Reise. Und lässt
etwas hinter sich auch dafür. Und das ist dieses Loslassen, was immer so damit zu tun hat. Oder wo man sagt, ein Tod, kleiner Tod wird gestorben. Ich habe ja schon so oft gesagt, wir sterben täglich irgendwelche kleinen Tode. Ne, das fängt irgendwo minimal an und kann je nachdem in Ausmaß sein. Aber das ist, wir müssen, das Leben ist ständiger Fluss, ständige Veränderung. Nichts, das wäre ja furchtbar, stellt euch das mal vor. Alles wird so bleiben, wie es jetzt ist. So wie ein Bums. Schrubbidibums, jetzt ist alles starr. Das wäre ja grauenhaft. Das Leben ist Veränderung, alles und das im Ganzen, die Natur allein. Ne? Immer Neues, immer neue Arten, immer was Neues. Und so ist das ganze Leben. Der Mensch hat auch so den Antrieb, immer weiter sich zu entwickeln, egal wie. Ne? Und das manchmal kann es positiv sein, manchmal sollten wir ein bisschen mehr auf alte Werte zurückgreifen, aber in manchen Sachen ist es natürlich auch wichtig, dass man diesen Antrieb in sich hat. Und so darum geht es, also nicht immer gleich, oh, nein, der Sarg, oh, das ist jetzt zu Ende. Und darum geht es überhaupt nicht, der hat eine ganz andere Aussagekraft. Aber... Also das sehe ich jetzt, also und du möchtest jetzt auch mal so eine gewisse Sicherheit in dir, ne? Da bist du auf der Suche oder auf dem Weg hin. Hier liegt der Schlüssel, der so das Gefühl einfach safe, ne? Ist die Tür ist zu, ist abgeschlossen, da habe ich ein sicheres Gefühl, ne? Ja, es ist, ich habe vorhin gesagt, Gefühle vertiefen sich, das war hier dieses Ding, das was wirklich positiv ist, wo ich dir sagen kann, du hast eine positive Liebesbotschaft bekommen. Das sind die Blumen, die das ganze Bild hier als Spitze sozusagen tragen. Und über den Blumen haben wir, es geht darum, dass Gefühle sich vertiefen. Das heißt, in deiner Liebessituation wird sich, auch wenn es holprig am Anfang sich darstellt, aber vertiefen. Es wird in eine sich in dem Sinne positiv verändern, dass ihr beide, dass die Gefühle auf beiden Seiten wachsen werden. You know what I mean? Und das ist die positive Botschaft daran. Das heißt, das, was ich gerade so alles beschrieben habe, oh, ne, hier ist man sich uneinig, hier ist eine Verbundenheit, aber dieser Konflikt ist ja nicht immer gleich, oh Gottes Willen, ne? Sondern jetzt mal ganz im Ernst, ey, das ist doch nicht im Leben alles immer dieses Märchenwelt, ne? Ihr wisst schon, Gebrüder Grimms Märchenstunde oder so. Ne? Obwohl, die sind ja auch nicht alles andere als Zuckerschlecken, würde ich sagen, die Märchen von denen. Also das kann man schon, dann ist es Märchenwelt, wenn man danach geht. Das ist ja auch immer so ein Leidensweg. Der Prinz und die Prinzessin, die haben es ja nie leicht. Also bis die mal dann am Ende zusammenkommen, aber was machen, die müssen einem manchmal schon sterben. Ne, Schneewittchen, die musste sogar einmal sterben dafür. Und was nicht alle. Also wenn wir wieder danach gehen, wenn ich mir das mal so richtig überlege, sind wir hier schon bei Grimms Märchen. Aber am Ende des Tages sind sie daraus gewachsen und ist was Schönes entstanden. Wenn man es denn aus reinem Herzen, also vom einfach bei seinem Herzen bleibt. Und damit will ich nicht sagen, dass du zu allem Ja sagen sollst und immer nur lieb und nett. Darum geht es nicht, ne? Sondern wenn ich sage, deinem Herzen geht es ja eigentlich darum, deinem innersten Wesen, wer du wirklich bist, ohne dieses manipulierte, von außen geformte oder systempassend gemachte Mensch sozusagen, sondern das Wesen in dir drin noch, der Kern, der Urkern sozusagen. Ja, weiter geht's hier. Und was ich gesagt habe hier, als ich die Karten aufgedeckt habe, wo geht es hin? Und tralala, es geht in den Wachstum. Ich habe ja gesagt hier, und das bestätigt das hier nochmal, also Gefühle vertiefen sich hier mit ein bisschen Aufregung. Die Vögel. Ach ja, die Vögel, manchmal stehen sie auch für
Gerede, Getratsche, ne? Es kann sein, dass du in deinem Leben oder ihr beiden in eurer Liebessituation so ein bisschen sich andere einmischen oder ein bisschen reden, ein bisschen tratschen, ne? Da macht ihr nicht zu viel Gedanken, haket ab, ne? Bloß nicht da Energie in solche Sachen geben, weil hier liegt es wirklich so, das vertieft sich. In sowas, guck da nicht hin. So, das sind so wie Ablenkungen, um von dem Wesentlichen so abzulenken. Oder aber es ist einfach eine sehr aufregende Zeit. Das heißt, dieses Ganze hier, die Situation, würdest du in dem Moment, wo du drin steckst, als boah, es ist sehr aufregend, es ist sehr ne oder nervenaufreibend manchmal auch. Oder verwirrt, man ist verwirrt, weiß gar nicht, was jetzt Sache ist, diese Phasen sozusagen. Aber alles, letztendlich ist es alles wichtig, damit es wachsen und gedeihen kann sozusagen. Denn die Pflanzen, die brauchen ja den Tag und die Nacht. Also wenn die nur den Tag hätten, dann wären sie irgendwann, dann wären sie irgendwann welk. Ups, genau wie die Karten jetzt so. Ne? Die brauchen die Nacht ja auch, ne? Dieses Schöne, damit es hier so ein wunderschönes Blumenfeld werden kann, brauchen die eben beides. Und deswegen sage ich die ganze Zeit, es ist nie alles rosarot für die, die sagen, Bunde, also das ist mir auch zu anstrengend. Ja, aber das Leben ist ja, es wird nie irgendwas, wird es immer geben. Ne? Es ist nie einfach. Nur. Oder nur einfach. Oder in den seltensten Fällen. Wollen wir es mal so sagen. Ne? Also wenn es um Weiterentwickeln und so weiter oder wirklich wesentliche Dinge geht. Oder die Liebe. Ja, Leute, was machen wir denn Schönes, Önes? Komm, einen ziehen wir hier noch. Von dem. Ups, da sind zwei rausgesprungen. Dann nehmen wir sie doch beide. Seltsam einsam. Sich zu sehr festklammern. Hast du manchmal das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen um dich rum sein können, aber hast trotzdem diese Einsamkeit und weißt gar nicht, woher die kommt? Also das könnte man auch so als Mann fühlt sich ganz seltsam einsam. Und das ist darauf bezogen, wenn man sich an eine Sache, wenn man sein Glück sozusagen, also das absolute Glück in eine Sache setzt und meint, wenn ich das habe oder das erreiche, dann bin ich komplett glücklich. Das ist eine Illusion. Dieses Glück kann man wirklich, das ist das Ding, nur in sich finden. Und das ist ja schon klar, um das erreichen zu können, darf man sich an nichts festklammern, weil Klammern bedeutet, ne, in eine Klammer Haltung gehen, was umklammern, damit das bloß nicht geht. Und das ist nie gut in keiner Situation. Und hier haben wir die geflügelte Seherin. Du siehst klar, Hellsichtigkeit. Das heißt, schau mal genau, ob du so, wie du so fühlst in dieser ganzen Situation, ob du manchmal schon vorher weiß, wenn er sich meldet oder vorher irgendwie was, ne, spürst oder schau mal, wie damit ist gemeint, du, sie hast die Wahrheit eigentlich in dir. Gelle, meine Liebe. So, das war's mit der Liebesbotschaft. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Morgen wird es auch ein Video geben. Ja, morgen gibt es auch ein Video. Ich mache in der Zeit, wo ich jetzt hier unterwegs bin, mache ich einfach solche Liebesbotschaften, habe ich mir überlegt. Das ist doch eine nette Idee. Die sind zeitlos. Das ist zack, Zufall, so soll es sein, sozusagen, welches oder ne, meinetwegen gerne auch alle anschauen. Ne? Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ja, so machen wir das. Ich wünsche euch was. Alles Liebe. Tschüss.